nicht mehr verletzen. Also, ich hoffe, dass der Panos diesen Strumpf nicht in seinem Kleiderschrank hatte, sondern keine Kosten und Mühen gescheut hat, um sich so einen Satz Nylonstrümpfe zu kaufen. Ich hoffe auch, dass die Herren der Schöpfung unter ihnen nicht jetzt auf die Suche nach den Nylonstrümpfen ihrer Lebensbegleitung gehen und die mit Schwefelsäure zu setzen. Also dieses Nylon ist natürlich auch ein Polymer und löst sich praktisch in Schwefelsäure auf. Ich weiß nicht, ob Sie das sehen konnten, aber was da so runtertropfte, das war halt ein schwarzes Polymer und das ist halt das gelöste Nylon. Über Nylon haben wir übrigens auch gesprochen. Eigentlich müssten Sie wissen, wie Nylon aussieht. Also, so viel zu den Zersetzungen von Kleidung. Ich glaube, der Panos möchte Ihnen noch zum Beispiel mit meiner Jacke Also hier nochmal ein Versuch zu geben, niemals Wasser in die Säure, denn sonst passiert das Ungeheure. Ne, machen wir doch erst den Versuch. Ja. Gerade eben im Versuch hat ihm der Panos die Säure zum Wasser ergeben. Das ist auch ganz vernünftig so. Jetzt wollen wir mal den Versuch machen, in dem der Panos die Säure ins Wasser tropft. Und Sie werden sehen, dass wenn der